wenn du jetzt nach vorne schaust, was würdest du den Teilnehmern des heutigen Gastro-Talks von deiner, von eurer Seite für nächstes Jahr mit auf den Weg geben wollen? Ja, wir haben dieses Jahr, war für alle, glaube ich, sehr, sehr turbulent. Wir haben versucht, das Beste aus diesem Jahr zu machen. Wir haben uns viele Gedanken gemacht bei Gastronovi. Wir brennen für die Branche. Das ist unsere Mission, die Optimierung der gastronomischen Prozesse. Nicht nur Kasse, sondern auch Reservierungsbereiche und. Wir haben viel mit Gastronomen gesprochen und ja, auch vieles entwickelt. Wir haben Corona-Hilfspakete in Softwareform entwickelt für die Branche, damit die Bereiche Abholung, Lieferung ja ausgebaut werden können. Also meine wirklich aktiven Tipps, nutzen Sie die Zeit und machen Sie sich Gedanken, was in welche Richtung entwickelt sich die Zukunft. Ganz klar, wo hat es gezeigt, Bereiche wie Bezahlung am Kunden, also E-Payment sind Thematiken, mit denen ich mich auseinandersetzen sollte. Ich würde ja mein Geschäft einfach mal ein bisschen beleuchten, gucken, kann ich noch generelle Einnahmequellen generieren? Was ist mit meinem Abholgeschäft? Kann das bei mir funktionieren? Was ist eventuell mit Lieferung in meiner Region? Kann ich das anbieten? Gibt es Möglichkeiten, das zu stemmen? Aber auch Vorbestellungen mit Reservierung, also Sicherheit ein bisschen mehr in der Planung zu bekommen, hat sich als sehr, sehr positiv bewiesen bei unseren Kunden jetzt in der Krise. Ich würde die Bereiche Marketing angehen, also wirklich solche Sachen wie Auffindbarkeit, besseres Angebot, Placement, Personalmanagement optimieren, vielleicht die ein oder andere Kalkulation aktualisieren für mich. Und ich weiß, dass das immer sehr, sehr viele Bereiche sind in einem Unternehmen. Aber da einfach auch nochmal ein Tipp an die Zuschauer da draußen, wenn sie sich die Frage stellen, ich weiß gar nicht wie und in welchen Bereich ich eigentlich wirklich angehen sollte als allererstes. Ja, unsere Berater und die Mannschaft von Gastronovi steht bereit. Sie können ein kostenloses Beratungsgespräch anfordern. Wir hören Ihnen zu, wir fragen ein bisschen nach Ihren Prozessen, wie sind Sie heute aufgestellt und können mit Ihnen gemeinsam auch einen Digitalisierungsfahrplan entwickeln.